Ja, Mahlzeit und herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Heute machen wir eine Sitzung. Ja, Schaust dir ich an. habe nämlich vor, heute Du hast gar nichts vor. Das war das Pro, der war der Prolog, du Idiot. Schaut es euch an. Nee, die Püppi moderiert hier nicht, das bin nur ich. Der Marc macht jetzt auch eine Vita. Nein, du machst keine Vita-Sitzung, ne? Ich wollte Widger. Nein. Eine Wir haben Ghostbox-Sitzung. Ouija abgesprochen. Nee, eine Ghostbox-Sitzung haben wir gesagt. Verwirrt mich. Ich habe eine Idee. Ich mach. Okay. Ich mache eine Ghostbox-Sitzung. Okay, ich habe jetzt keinen Bock auf Diskussion. Heute werde ich eine Ghostbox-Sitzung für euch abhalten und ich habe nämlich heute da mal was vor. Habe ich mir jetzt gerade spontan überlegt, eigentlich, weil ich was komplett anderes machen wollte. Eigentlich wollte ich Ouija machen. Aber deswegen muss ich wegen dir umdisponieren fürs Video, weil ich keinen Bock habe, nochmal neu aufzunehmen. Also, ich werde eine Ghostbox-Sitzung machen und ich habe mir heute überlegt, ich gucke mal, ob irgendjemand Bekanntes anzusprechen ist. Ihr erinnert euch noch an diese Karte? Und wir ziehen dem Marc jetzt auch noch eine. Okay. Finde ich fair. Ach, wenn ich dich nicht Jetzt jemand anders. hätte ich drei Ouijas hier am Tisch. Genau. Und ein Kevin. Und Kevin. Okay, zieh irgendeine Karte. Die darf ich jetzt auch wieder nicht sehen, ne? Nee. Okay. So, hattest du eigentlich Ausschläge, wo du hattest? Ja, ich hatte ein paar Ausschläge gehabt, ja. Aber nicht im Okay. Gesicht, sondern nur im K2 Meter. Okay, hast du? Nee, ich habe die Karte Okay, den ja, mach Leuten. mal. Nee, soll ich nichts mitten hier drauf? Du willst ja eh keinen Ouija machen. Dann kann ich sie dann auch liegen Das lassen, sagt, wir ne? legen mal dann in der Mitte hier oben. Ja. Sieht man die denn So, noch? Nee, da sieht okay. man die Karte nicht mal. Du musst die schon hier schön hier unten liegen lassen. Damit man sie. Sonst heißt das immer, du hast sie So. ausgetauscht. Aber wenn du die umdrehst, hältst du die nochmal in die Kamera und zeigst, dass wir die Ja. Karten nicht ausgetauscht haben. Also, Okay. ich lasse jetzt den Marc mal hier unten alleine. Na, hier unten, hier oben alleine. Und weil ich muss mal. Okay, Telefon, ich muss mein Handy ausmachen. Du hast ja Handy jetzt an wieder, ne? Ich habe Handy an, ja. Okay, also mache ich jetzt Handy aus. Bis gleich. Flugmodus, bis gleich. So, okay, Handy ist aus, meine Lieben. Also eigentlich wollte ich eine Ouija machen, aber Martin hat mich irgendwie ja, so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil er hat mal wieder irgendwie alles über Bord geworfen und dadurch, dass ich jetzt auch keinen Bock habe, neu aufzunehmen, lasse ich das jetzt einfach mal laufen. Okay, die einen oder anderen kennen ja schon die Ghostbox-Videos, die wir bis jetzt gemacht haben. Und das ist jetzt wieder eine Ghostbox-Sitzung, die ich jetzt alleine machen möchte. Ich will auf jeden Fall jetzt hier einfach mal in den Äther rufen, weil ihr habt ja schon ein paar Ouija-Sitzungen mitbekommen, wo ich auch so und so ja schon hatte. Ich will einfach mal gucken, ob ich auch Kontakt nochmal zu so kriege. Ob es wirklich eine gute Idee ist, weiß ich nicht, aber Martin ist jetzt eh nicht da. Vielleicht mache ich gleich noch ein Video eine Ouija. Ist mir egal, ich teste es einfach mal. Ich gucke jetzt einfach mal, ob irgendjemand da ist. Und in erster Linie möchte ich wissen, so, bist du da, so? Okay. Akku leer, okay. Irgendwie alles gleichzeitig. Okay, so, bist du anwesend? Ja, interessant, irgendwie hier 29 gleichzeitig Akkuzeichen, dass mein Akku leer ist. So, bist du da? Na, ist mir zu still, mir zu ruhig gerade. Okay, Martin ist zwar nicht der Freund von Ouija, aber mir jetzt egal. So, was mal ob. Ich drehe mal die Kamera hier um. Dann drehe ich das mal runter. Kriege ich zwar wieder Ärger. Okay, ein bisschen runter. Okay. So. Wenn ihr nachher das Video seht, kriege ich eh einen am Sack. Okay. Ich werde dann die Karte, werde ich hier nachher dann einfach wieder hinlegen. So.
So, okay. So, ich möchte ganz gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Wenn du da bist, kannst du über das Ouija-Brett mit mir in Kontakt treten. Oder du kannst auch über die Ghostbox mit mir reden. Was ist dir lieber? Ghostbox oder Ouija? Die Katze 2 Meter sehe ich jetzt gar nicht, dann sehe ich es im Video später. So. Wie willst du mit mir in Kontakt treten? Ouija oder Ghostbox? Ist eine ähnliche Energieeinheit wie Soso anwesend? Ein ähnlicher Dämon wie Soso. Er ist mir viel zu ruhig gerade. Ist sonst irgendeine Präsenz anwesend? Kannst du bei Ouija oder bei die Ghostbox? Akku geht leer. Ah. Ey, das ist immer das zweite Mal jetzt. Also was ich mach mal lauter. Ich muss ganz kurz die Finger von der Plasche. Zweite Mal. In dem Moment, wo ich die Frage stelle, sagt das Handy hier. Akku leer. Das ist ja eigentlich bekannt, dass so Präsenzformen Energien sehr schnell saugen können. Ich habe deine Antwort nicht verstanden aus der Ghostbox. Sag mir die bitte nochmal. Ich würde ganz gerne nochmal deine Antwort erfahren von der Ghostbox. SC? Okay, ganz interessant. Gerade ist die Planche hier auf S und hier ist 67, genau hier neben. Neben dem S ist 7. Draht. Wer ist da? Wer ist anwesend? Gib mir mal einen Namen, bitte. Wer ist jetzt UM? Also war zwischen A und B, also Oma. Bist du eine Oma, die anwesend ist? Halten? Bist du eine Oma, die anwesend ist? Okay. Darf ich deinen Namen erfahren? Hilde, ich habe Hilde rausbekommen. Hilde, bist du das? Hilde? Hilde, was möchtest du von mir? Ey. Was ist los? Die haben doch gesagt, du machst keine Beacher. Ja, ich wollte auch. Ja, jetzt musst du die zu Ende machen, ich weiß. Boah, Vogel, ey. Ich hab eine Oma Hilde dran. Ich bleibe hier oben und pass auf dich auf. Ja, ich weiß noch, was beim letzten Mal passiert ist. Ja, was soll ich machen? Da war ich kein Kontakt. Oma Hilde. Ist halt okay, dass Martin hier oben ist? War das jetzt Angst oder was? Ja. Angst vor dir? Nee, ich habe Angst, dass du Scheiße baust. Was kannst du mir jetzt gerade an Informationen geben zu der jetzigen Situation? Ja, da war kein Kontakt. Da habe ich gedacht, ich mache einen Ouija. Er liegt dahin. Oma Hilde, bist du noch da?
Der ist nicht mehr Helde. Der setzt sich doch jetzt dazu. Muss er jetzt nicht stehen da? Ist das okay, dass Martin hier jetzt bei ist? Weil wir gerade bei Oma Hilde. Ist nicht okay. Ich meine, es ist aber auch egal, wenn es nicht okay ist. Ich möchte aber dass trotzdem, dass Martin hier bleibt. Das entscheidest nicht du, das entscheide ich. Du hast jetzt hier keinen Einfluss auf die Sitzung. STIR. Mal zwischen C und B stirb. Was ist denn da für eine Karte? Was für ein Dämon ist anwesend? Was für ein Dämon ist anwesend? O. R. O. Orin? Ohren? Ja, nee, nee. Dämon Ohren. Ist das richtig? Ohren? O-R-E-N. Nero. Ja, kein Dämon. Nö. Komm im U-Boot. Nicht Nemo, Nero. Also. Das ist der, der der Rom abgefackelt hat. Okay. Ist sonst jemand, der mit mir gerade noch in Kontakt treten möchte? Mein Akku ist leer. Immer wenn ich frage, will jemand mir in Kontakt treten, sagt das Akku leer. Der war vorhin aufgeladen. Ich habe das vorhin an eine Steckdose gepackt. Voll Energie gezogen. Was ist morgen? Warum ist er hier, quatscht das Ding wieder wie Wasserfall? Das ist irgendwie auf dich getriggert. Ich sag's dir immer wieder. Glaubst mir ja nicht. Was ist morgen? Was ist morgen? Ich hol mal irgendwas zu trinken. Was ist morgen? Kommst du hoch wieder, oder? Ich komm wieder hoch, ja. Jetzt kann ich wieder ordentliche Fragen stellen. Okay. Welcher Dämon ist anwesend? Welcher Dämon ist anwesend? O? R? E? Ohren? Ist das dein Name, Orin? Äther? Bist du in einem gewissen Äther? Warum machst du das gerade mit dem Brett? Warum machst du das mit dem Brett? Warum führst du mich im Kreis? Ist ganz komisch gerade. Hör auf, stopp, stopp, stopp. Ich frage dich, okay, wie ist dein Name? Wie ist dein Name? O-E-C-K, also Ork. Ist Ork dein Name? Darf ich mal auf die Schattenkarte gucken? Dann muss ich die Planchet aber abnehmen. Ist das okay für dich? Mein Freund. Ja, ich bin dein Freund. Jetzt bin ich ein bisschen nervös. Okay. Gerade habt ihr gesehen. Nicht, dass er glaubt, ich tausche die Karte. Da ist ein. Ja, ich frage ja. Da ist ein Pentagramm drauf. Ja, ich frag dich.
Was ist mit Martin los? Soma, was ist denn Soma? Was ist Soma? Was ist Soma? Soma Uma, was ist denn Soma Uma? Kann ich nichts mit anfangen. Okay. So, ich werde Ouija jetzt beenden. Ist das okay? Was passiert, wenn ich mit dem Ouija jetzt aufhöre? Nichts, dann bedanke ich mich. Ah, komisch. Karte mit dem Pentagramm. Okay, ich setze mich mal eben rüber, damit er mich ein bisschen besser sehen kann. Pass mal auf. Okay. So, also, Ouija-Sitzung war echt interessant. Oma, Soma, obwohl ich eigentlich der Mann bin, ich wurde echt wieder echt fett verarscht so ein bisschen. Auf jeden Fall war es eine interessante Sitzung, finde ich. Ghost? Ach, du bist halt jetzt echt voll erschrocken. Auf jeden Fall Ghostbox ist jetzt komplett still, jetzt ist Martin da, jetzt quatscht die gleich bestimmt wieder wie ein Wasserfall. Ist doch jemand anwesend. Ne, ist nichts mehr. So, ich werde Ghostbox-Sitzung jetzt einmal beenden. Ey, Karte, ne? Der ist ja richtig crank. Ja. Weil ich drehe mal wieder rum, dass man Martin auch sieht. Ja, ohne Kopf, natürlich. Sprech mit Pippi. Ach komm. Es ist. Kopflose Ritter hier. Also immer mal eben für Martin. Martin ist einfach größer. Hat gerade ein bisschen länger gedauert, weil ich musste mir gerade noch den Bericht mit Tomatolix angucken. Der hat ja den Webvideopreis da gewonnen, ja, vor der Kamera. Ne? Ja, also Glückwunsch von uns an dieser Stelle. Gehen auf jeden Fall raus an dich. Ne? So. Bist ein feiner Kerl. So, auf jeden Fall. Ich kann aber, ich bin ein bisschen geschockt gerade im Video, wo ich feststellte, okay, wo ich dann eigentlich fand, das war ein Zeichen, dass ich Ouija machen sollte. Ich würde es anders auslegen, aber. Krieg ich aber mit dem Pentagramm. Passt, ne? Wie Arsch auch immer. Vielleicht hast du die Informationen dahergeholt vom Ouija. Ja, auf jeden Fall war es echt eine spannende Sitzung. Auf jeden Fall, demnächst werden wieder ein bisschen mehr Ouija-Sitzungen auch auf jeden Fall erfolgen, weil das echt spannendes Thema ist. Ich weiß, geht sie gar nicht mit konform. Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder reingeschaut habt. Im nächsten Tag werden wir da bestimmt geile, spannende Sachen für euch machen. Schön, dass es dich gibt. Oh, hau mal ein bisschen weg hier. Haut rein. Ciao.